Oh, das bietet sich ja an. What gives? Daddy, the police are here. Go to your room, please, Michelle. I'll talk to the police. Daddy, mommy is gone. Go to your room, young lady. She's not even out of school. You can't come in here interrogating her like she's some kind of... Your wife was found murdered this morning. Found? What? But she only... We have some questions that we would like to ask you. Sure, yeah. Yeah, I'll do my best. Und direkt in Runde 2 reingestolpert. Mensch, Mensch, Mensch. What size shoe do you wear, Mr. Mueller? Why do you ask? It's routine, sir. Simple process of elimination. Nines, I think. Das ist falsch. Ich weiß bloß nicht, ob wir das mit dir drinstehen haben. Arbeitsstiefel, ja genau. Gut, okay, dann können wir direkt die Lüge nehmen. Why are you lying to me, Mr. Mueller? Why would I lie to you at a time like this? Ja, weil es wahrscheinlich in der Zeitung drin stand, welche Größe die Stiefel haben vom Mörder bei dem anderen Fall. That's funny. The work boots we found here are size 8s. Why lie about it if you've got nothing to hide? Because I always get teased about the size of my feet. You know, small feet, small... Always been true in my experience. Wahrscheinlich trägt er irgendwelche Kindersärge an den Füßen, ich weiß es nicht. So you were here all night? You stayed in while your wife went out to pick up your daughter? Yes, that's correct. Das glaube ich nicht. You got any way of confirming this story of yours? You son of a bitch. You come here making all these accusations. War jetzt eine Mutmaßung, weil die Tochter ja irgendwo auch gelogen hat, was den Vater betraf. Deswegen dachte ich mir, wird es wahrscheinlicherweise so sein, dass er irgendwo anders war. Was? That's it? There's gotta be more. Nein! Ja, wartet. Was? Ich wollte es doch nicht wegpacken. Komm, hier, ich wollte die Beweise durchgehen. Das wollte ich, Mensch. Okay, haben wir das denn eigentlich mit drin stehen? Alibi des Mannes. Ach, deshalb. Ich habe das Alibi als Beweis mit drin stehen. Ach, Mensch, Leute. Das ist halt auch so... ich weiß nicht, das ist so blöd. Das ist so blöd. Sorry, aber das ist so blöd. Toll, ja, super. Nein, ich will es nicht abbrechen. Nein, ich will es nicht abbrechen, Mensch. So, jetzt machen wir hier Vermisstenmeldung, Mensch. Mach die Vermisstenmeldung. You found in a missing persons report this morning? Yeah, that's right. My wife didn't come home last night. She left around 9:30. Michelle was out at dance. She called me to let me know that Deidre didn't turn up. Ja, das ist ja das, was die Tochter auch gesagt hat. Was your wife Och, unreliable? Mann. No. Ich verliere gerade die Lust, ehrlich. Das ist doch blöd. Your wife went to pick up Michelle? Yes. That's right. Where's the school? Belmont High on West 2nd Street. There's a parking lot next door where the parents wait for the kids. Den wir auch im Intro zum Fall gesehen haben. Aber mal ehrlich, das ist doch blöd. Ich meine, bei der Vermisstenmeldung, die Tochter hat das doch auch gesagt. Was soll ich denn da anzweifeln? Das nervt. Your wife was beaten and then strangled. In your case, you have no alibi and a history of violence towards your wife. That's not true, God damn it. Ja doch, natürlich, die Tochter hat es uns doch gesagt. Lass mal kurz schauen, ob wir dazu hier was stehen haben. Warum haben wir das jetzt nicht mit drin stehen? Die Tochter hat es... Ich verstehe das nicht. Das Alibi steht mit drin als Beweis, weil sie uns das gesagt hat, aber ihre Aussage bezüglich des Schlagens steht nicht mit drin. Das ist doch seltsam. Da müssen wir Anzweifeln machen, weil wir keinen Beweis für die Lüge haben. Ich meine... Er hat sie nur einmal geschlagen, klar, aber er hat es jetzt abgestritten, das Ganze. Ach Mensch, jetzt habe ich keine Lust mehr, mal ehrlich. Das ist doch scheiße hier. Then you followed your wife and murdered her. You're out of your mind, coming in here, making accusations like that. Come out into the yard and I'll make you take that back, mister. Getting hostile with us is a very bad idea, Hugo. I'm no murderer. Make some arrangements for your daughter, and then present yourself to Central Station for questioning. You gotta be kidding me, Phelps. Put the cuffs on him. This is an outrage. I didn't kill my wife.
Your daughter is in the next room, Mueller, so I'm giving you a break. Don't make me change my mind, and don't make me come looking for you. Ach, Mann, das ist doch nicht wahr, ey. We should go back in there and bust his ass. One, we need to break his alibi. Check phone records, canvass the neighbors. Two, we have motive of domestic violence, which probably goes for half the men in L.A. Three, we have no evidence tying him to the crime scene. Hello, detective! Ich glaube, wir werden jetzt ein bisschen mehr erfahren. Aber mal ehrlich, das war wieder so blöd mit den Fragen gerade und den Antworten. Das nervt mich einfach nur. Das macht dann auch keinen Spaß, die Befragungen durchzuführen, wenn ständig so ein Mist dabei rumkommt. Also ansonsten gefällt mir das Spiel sehr gut, yes, aber diese Befragung, das ist so schrecklich. And you can help us with our inquiries? Yes, sir. They had a row last night. I heard Mrs. Mueller screaming. Did you see Mrs. Mueller come home late last night at all? No, not at all. I did see Mr. Mahler put something in the incinerator earlier this morning, though. I told you he was our guy. Now let's get this bum downtown and into a cell. Look, there he is now. Oh, na sowas. Da sollten wir doch mal schauen gehen, was er da so hat. Step away from the incinerator. Don't let him get away. Okay, but no shooting. We need this guy to make the case. Ja, ja, geht schon klar. Können wir gleich hier... Seltsame Überbrückung des Grabens, aber gut. Hab dich. So, schauen wir doch mal. Die Schuhe. Aha. Oh, blutverschmierter Schuh. Oha. This doesn't look good, Hugo. Oh ja. I can explain the blood. So, so. Kannst du das? Get him booked in at Central, officer. Then put him in an interview room. We'll be speaking with him later. And inform the captain. Yes, sir, detective. Is there someone you can call, miss? I don't... want a moment. You need somewhere to stay, Michelle. You have other family? Grandparents? Aunts or uncles? Call Aunt Helen, but she lives in Acresfield and... Call her. We're gonna get someone down here from Juvenile Hall to talk to you in the meantime. Oh man. We ought to get some uniforms down here, clean up, take care of the kid. Das ist schon hart für die Kleine. Tja, also ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich... Mal schauen, ob die Schuhe jetzt wirklich zum Tat gehören. Homicide Division, badge number 564. Go ahead, detective unit. Can we get Ray Pinker and a technical services team to a house at 130 North Bonnie Bray Street? Send someone down from Juvenile Hall to look after a young lady. Okay. Got it, KGPL. I'm surprised, you know. I didn't make the husband for it. Always make the husband. Nine times out of ten, it's the closest person to the Vic who does the deed. God knows I've wanted to kill some lives in my day. Lex parsimoniae. What? The law of parsimony. Occam's razor. The simplest explanation is most likely the correct one. You know, you could have said that without getting all liturgical on it. I'll try to dumb things down from now on. Appreciate it. And try this one on the side. Rusty's razor. How's that go? You blame the guy that's banging her. Ah, of course. The famous Lex Ignoramus. Closes cases, Cole. Puts a lot of people away, that one. Any central unit, a possible 288. Nett, wie die beiden miteinander reden. Ja, ich glaube nicht, dass der Fall schon abgeschlossen ist. Ich glaube, da wird noch mehr kommen. Und das mit dem Blut passt auch nicht so richtig. Weil er sie nicht blutig getreten hat. Übrigens 15:35 Ben und Ty. It's the first season since Fabergrashing's over. We have to go. I told you, I can't Saturday. I'm busy. Busy where? You're going on another drive with Davy Gardner, aren't you? So what if I am? Go, Phelps. I'll take the car and see if I can cut him off. Creepy Stalker. Schon wieder mit Rennen verbunden hier. Na gut, dann verhaften wir den Stalker mal. Bleiben Sie stehen! Sie haben doch eh keine Chance. Was hier alles für ein Mist rumliegt. So, ich finde auch lustig, da haben sie Rollrasen gehabt und da sieht schon, bevor er ausgelegt wurde, total ranzig aus.
So, wo ist er denn? Da ist er, okay. Ach Mensch. Na komm, gib's auf. Du hast eh keine Chance. Irgendwann krieg ich dich. Du rennst wieder auf dem Hausdach hoch und dann besitzt du in der Falle. Oder ich fange dich vorher. So wie jetzt. Und geschnappt. Das hättest du auch ohne Schürfwunden im Gesicht haben können. Car 11K, King, come in. 11K, go ahead. 11K, see the janitor. A green 1946 coupe registered to a Mrs. Hugo Moeller has been found in the parking lot adjoining the Belmont High School and playing field. 11K, code 2. What's your name? Who's asking? We can do this the easy way or the hard way. Name's Eli Rooney. You've been in trouble with the law before, Eli? Some. What are you doing around here? I like to keep an eye on the children. Strictly paternal, is it, Eli? Don't sass me, boy. A woman was abducted here last night, Eli, and murdered. And I would love to make you for that, you oaky motherfucker. Well, I wouldn't know nothing about that. A woman, you say? I like him a little younger than that. Turn out your pockets, Eli. Now, why would I do that? Because I'm about to break your fucking skull, Eli. Was für ein ekliger Kerl. Oha. You're under arrest, Eli. You're in very deep trouble. Oh, yeah. Get some backup down here, Rusty. We need to get this one downtown and into a cell. I'll tell them we got a kitty. Oh, habe ich's gleich weggemacht. Ja, wir haben nicht bloß einen Kinderliebhaber, wir haben auch jemanden, der zufälligerweise ein Besitzstück des Opfers dabei hatte. Könnte natürlich auch sein, dass er es auf dem Boden gefunden hat. Late last night, after school social, maybe 1 a.m. I've been keeping a good eye out lately. We've had problems with the child molester. Eli Rooney. We've met him. Filthy son of a bitch. He was here yesterday before the dance. Was it him you saw park the car? I don't know, sir. I'd like to say yes, but the truth is, it was pretty dark. Would you say Rooney is violent? Yes, sir, I would say so, yes. Thanks for your help. Na sowas, da hat sich der Verdächtigenkreis gerade noch ein bisschen erweitert. Können wir die Karre untersuchen? Ist das überhaupt die von der Frau? Ich glaube schon, oder? Dann nehmen wir einfach mal den Kofferraum. Das funktioniert doch immer. Oha! Das sieht nach einem Volltreffer aus. Ja, wie wär's mit dem Blut? Das könnte auch important sein. Und ich glaube, wir haben gerade das Stück Seil gefunden, das ein sehr charakteristisches Mal hinterlässt. Blood and skin samples. We better get Ray Pinker out here. Gut. Vielleicht noch das blutige Oberteil? The overalls are stenciled HM. Muller is a mechanic. I wonder what Eli does for a living. Du meinst schon wieder einen Auftragsmord? Gut. Weitere Hinweise und wir sollten wahrscheinlich mal rausfinden, was HM bedeutet. Und ich sehe schon, da drüben leuchtet's. Wir müssen unbedingt mal telefonieren. Können wir vielleicht auch rennen? Das wäre cool. Isn't that the cop who solved the big case and got promoted? Na klar. Schön, dass mich alle schon kennen. So, dann gehen wir mal kurz hier an das Telefon. Telefon? Jetzt vielleicht? Nein, nicht ins Auto. Cole. Manchmal bist du so kolossal dämlich. So, lass mal hier rübergehen. So. Geht's jetzt auch, ja? Schön. Heavens! Phelps, badge 1247. How can I help, detective? I need interrogation set up at Central for both suspects being held in the Mahler homicide case. Certainly, detective. I'll get in touch with the watch commander. Thanks for your help. Okay, wir sollen also für Verhöre ins Zentralrevier. Na gut, dann... Moment, ich muss mich mal kurz hier umsetzen. So, ich lümmel hier schon wieder viel zu sehr. Es ist schrecklich. So, dann lass es jetzt mal losgehen. Ist das unser Wagen? Ich weiß es gar nicht, aber ich glaube schon, ne?
So, I say we make Rooney for this. Vorher. I think we should lay it on him. He was near the car, he had her jewelry, the DA will love him for it. Even if he didn't do it? Who cares whether he did it? You have kids, Phelps? He needs to be taken permanently out of harm's way. And we let Mueller slide? For a while. He gets a free pass for now. Vielleicht können wir auch beide miteinander verknacken, wenn der eine für den anderen gearbeitet hat. Wir machen erstmal zum Leichenhaus hin und ich mache mal eine ganz kurze Aufnahmepause. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, weiter geht's. Wir machen uns auf den Weg zum Leichenschauhaus und schauen mal, ob wir da irgendwelche neuen Erkenntnisse erlangen können. My gut says Mueller. We caught him trying to destroy evidence in his backyard. And that was his car with the bloody tools in it. I never said it wasn't Mueller. Hell, he probably killed his wife, deprived that poor kid of a mother. But he's not an immediate danger to anyone else. Rooney's a threat to every kid at Belmont. He's a peeper rustler. We can pick him up for something else. Will he want to run that risk? Oh man, altes Fahrverhalten fällt mir gerade auf. Der hat so eine seltsame Auffassung von vernünftiger Polizeiarbeit, das ist echt grausam. Ja, ich bin falsch gefahren. Ich hätte hier lang fahren müssen. Also hier vorne links auf der. Naja, genau. Gut, dann machen wir das auch jetzt. Halt, erst ich. Schön, Kopf rammt Kopf. Naja, warum nicht? Passiert. So, dann schauen wir mal, ob wir irgendwo. Ja, hier vorne gibt es eine Auffahrt. Wunderbar, die nehmen wir doch direkt. Und dann sollten wir eigentlich im Eiltempo wieder zurückkommen. So, an dir quetsche ich mich noch vorbei. Ah! Ach, geht alles. So, ich finde ja schön, also was heißt schön, aber schon ein bisschen bizarr, das Leichenhaus liegt direkt neben dem Tatort. Das heißt, die Leiche hat es überhaupt nicht... Ach, ja, Entschuldigung. Die Leiche hat es wirklich nicht weit gehabt. Beziehungsweise, ich weiß halt gar nicht, ist das überhaupt der Tatort? Denn eigentlich wurde sie ja auf dem Parkplatz niedergeschlagen. Ich weiß nicht, ob dort dann vielleicht auch... der eigentliche Mord passiert ist. Bin ich mir nicht sicher. Naja, was soll's. Gut, ich glaube, hier müssten wir dann langsam... Ne, die nächste erst, glaube ich. Müsste dann links abfahren. Ja, das sieht schon ein Stück besser aus. Lass mal hier rumfahren. Wobei, nee, das... Was? Nein! Ist aber schön, dass du extra bremst, um auf dein Notizbuch zu schauen. Nein, doch, nein, ist nicht die richtige. Okay, wir müssen noch eine weiter nach rechts. Das können wir aber vorne auch machen. Machen wir das doch auch davon. Hey! Hast du nicht gesehen, dass ich da bin? Gut. Kommen wir hier vorbei? Was steht ihr denn hier so sinnlos rum? Fahrt doch bitte mal. Es ist ein Tunnel, Mensch. Da kann man so schlecht aneinander vorbeifahren sonst. Egal. So, wir müssen auch bestimmt nach oben, oder? Ich nehme es doch bald mal an. Ich fahre mal direkt nach oben. Runter kommt man immer wieder. Aber hoch ist immer ein bisschen schwierig. So, wie weit ist denn das noch, Mensch? Ah, ich glaube, wir müssen unten lang. Ja, wir müssen... Ich hätte unten bleiben können. So, aber hier drüben ist übrigens direkt irgendwo der Tatort. So, machen wir mal gleich hier auf die wilde Art. Hui! Achtung, Autos fliegen. So, da sind wir mal wieder beim Leichenschauhaus. 18:11 Uhr. Ich hoffe doch, du hast irgendwelche neuen Erkenntnisse. Wir schauen mal. So, ist es hier? Ja. Phelps, Rusty, thanks for coming. Can you blood type the shoes that we bagged and see if they're a match? Sure. It'll all be in the report, but I'm assuming you want the details now? Please. Cause of death is strangulation? Correct. Take a look at the samples on the bench. Ach, Moment, ich war gerade am Trinken. Ich dachte, ihr redet noch ein bisschen. Okay, schauen wir mal. Das hier unten sieht am passendsten aus. What are the normal uses for that kind of rope? On boats, mooring lines. Correct. Although Ray says that they're sometimes used as bell ropes in churches. Okay. Ist aber schon der Treffer, oder? Ich weiß auch nicht, was ich hier jetzt genau gerade machen soll.
Wahrscheinlich einfach nur daneben halten. Gut. Die anderen auch noch? Das sieht nicht passend aus. Da sagt er auch gar nichts zu. Okay, wahrscheinlich ist es einfach nur, damit wir noch ein paar andere Seile haben. Also ich meine, man sieht ja, das ist das unterste am ehesten. Weil da dieses gerippte Muster einfach auch am besten drauf ist. So are we looking for a sailor or a minister? Well, in my experience, sailors seem to have the greater libido. Was Mrs. Muller criminally attacked? No external or internal traces of semen. Thanks, Mal. Anything else comes up, you let us know. Und ist das Seil, das wir gefunden haben im Kofferraum, damit identisch mit solchen Seilen? Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Große Erkenntnisse waren das jetzt nicht. Ich würde sagen, kommen wir. Lass uns mal einen Krankenwagen nehmen. Great. How are we gonna look getting around in this thing, Cole? Lustig. Nehme ich an. So, wir brauchen einen neuen Ort. Auf zum Zentralrevier. Das ist doch auch gar nicht so weit weg, glaube ich, ne? Schauen wir mal. Interessante Sirene. Klingt auf jeden Fall ein ganzes Stück anders als die von der Polizei. Carruthers is a good man, professional, diligent. If you're working with a pro, it's easy to overlook the grim realities of a place like that. Funny job, that coroner's. How so? Well, you don't want them enjoying their work too much. Wrong kind of man can get awful lonely rattling around a joint full of corpses. Rusty, that's like something out of the Pulse. Been reading the same ones as me? I thought you were usually too drunk to get through them. You know, if I close one eye and squint, you can just about make out. Ich dachte, du kannst gar nicht lesen. Na gut, aber ich muss sagen, Carruthers ist auch so ziemlich der einzige Kollege, also wenn man ihn als Gerichtsmediziner direkt als Kollegen bezeichnen kann, den ich sympathisch finde. Der ist halt sehr sachlich, ne? Aber den finde ich noch ganz nett, als einzigen. 18.11 Uhr, Zentralrevier. 20.11 Uhr, Entschuldigung. Schon wieder 2 Stunden vergangen. Meine Güte, die Zeit rennt aber auch.